Servus, hallo bei EchenTV. Ich bin der Andi. Ich grüße dich zu Folge 2 nach unserem Neuanfang zu einer neuen Lieferung. Wir bringen tiefgekühlten Seehecht von Stockholm nach Danzig. Es ist ein kleiner Auftrag. Wir verdienen auch nicht viel Geld dran, aber wir müssen auch nicht viel fahren einfach. Und ich steige mal ein. Lass uns loslegen. Würde ich aber auch sagen. Das Licht an. Und jetzt ist wieder ein Auto, wo ich wirklich auch jetzt den Dick sehe, den Spiegel sehe, was aber am letzten nicht war. Es ist auch wie ein DAF. Es ist ähnlich, was ich habe. Ähnlich nur. Aber. Sorry, die Farbe ist doch ein bisschen hässlich. Aber egal. Ich habe das ja nicht zu beurteilen. Ich bin ja nur angestellter Fahrer. Ohne Beurteilungsfähigkeit. Ich fahre nur die Aufträge. Ich will natürlich biege nach links ab. Was ist los? Ich hab die Arbeit angedeutet. Gibt's hier noch irgendwas zu entdecken in Stockholm? Wenn ich schon mal hier bin gerade. Ich muss mal kurz gucken. Gibt es hier noch irgendwas zu entdecken? Wenn ja, dann will ich es doch machen. Aber hier sieht es nicht so aus. Okay. Genau, wir fahren hier zum Hafen. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Ja, aber Karl, die Ampel ist rot. Genau, also ich finde es schade, dass es nicht geklappt hat, dass wir bei unserem ersten Spielstand LKW kommen konnten. Das finde ich schade. Aber den gibt es dann noch bei diesem neuen DTL Iberia. Vielleicht gibt es da noch einen Bug einfach. Ich dachte mir, jetzt starten wir noch mit meinem Let's Play, meinem Spielstand. Und ich glaube, ich muss noch mal ein bisschen an der... Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Ja. Ich musste bitte die Lautstärke, aber es war nicht viel zu leise. Nimm diese Ausfahrt. Was ich gemacht habe, vielleicht macht man nicht. Da ein bisschen lauter. Genau, so ist besser. Am Kreisverkehr dritte Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Ja, zieh. Mach jetzt doch mal das Fenster zu, weil dieser LKW ist schon sehr laut. Rechts halten und dann die Ausfahrt rechts nehmen. Der LKW ist schon zu laut, dass ich glaube auch ohne Fenster ihr alles gut hören könnt. Nimm die Ausfahrt rechts. Biege nach links ab. Das ist die Leitstelle, wo ich zusammen war. Vermutlich, glaube ich. Ich kann mich gar nicht erinnern.
aber wenn ich die isst, biege nach rechts ab. Dann kenne ich den Trick. Ich sage euch, ich bin alle viel erfahrener ETS-2-Spieler als ich. Ich hätte erst für die letzten Monate richtig gepackt. Ich weiß nicht, ob das der Hafen ist, wo ich denn immer hingefahren bin. Glaub schon, bin mir nicht sicher. Genau, also, die sind die viel mehr Profis, aber ich hatte erst die letzten Monate richtig gepackt, dieses Spiel. Ich glaub schon, dass ich in meinem privaten Spielstand hier war. Immer geradeaus. Die waren natürlich auch zum Hafen, wie wir. Demnächst links abbiegen. Ja, noch ein ganz anderer Hafenteil, wo ich jetzt links war. Abbiegen und dann links abbiegen. Ja, mach keinen Stress. Wo ist es denn hier? Ich glaube, es war hier die Stelle, wo ich ewig warten musste. Und der Ecke ein bisschen langsam wäre. Aber nach diesem LKW schaffen wir es. Oh, doch, ich glaube, das ist der. Biege nach links ab. Genau, ja, genau. Also, wenn ihr hier den Pfeil nach rechts fahrt, dann werdet ihr hier ewig in der Schlange stehen, Leute. Und die erste, ich stand ewig dort und hab nichts geöffnet. Ich hab dann erst gestellt, dass wir hier fahren können. Es ist nicht markiert, aber wir können hier so reinfahren. Und dann an Bord gehen. Ich habe mich jetzt erstmal wirklich an den Dings gehalten, an den roten Weg, aber als zu Stockholm Hafen oder außerhalb von Stockholm der Hafen einfach links rumfahren, dann kommt man auch wirklich ans Schiff und nicht. Wir fahren nach Danzig. 19 Stunden, 531. Aufpassen. Route neu berechnen. Neu berechnen.
Du bist auch richtig schlau, mein Lieber. Habe ich das Licht an, oder nicht? Ich sehe für dich nicht. Jetzt ist es. Okay. Zwei Kilometer, meine ich, sehr weit über Fälle zu fahren. Demnächst rechts abbiegen. Und diesmal mache ich wirklich Schnellabgabe über 40, die auf die Biege nach rechts. Also, was wir das letzte Mal hatten, den Stress. Ah, diese Ecke habe ich in meinem privaten Safe geärgert. Ich habe nicht gesehen, dass die Leitplanken waren, habe zu weit ausgeholt und. Ah, das hat mich geärgert, ich sag's euch. Dann muss ich ihn nochmal zurücksetzen. Ah, das hat mich geärgert. Bremsen. Ach, Gott. Also, das hat mich wirklich geärgert, muss ich euch echt sagen. Das sind noch zwei Fragezeichen. Eigentlich sollten wir die noch abklappern. Ja. Sehe ich jetzt erst leider. Aber die klappern wir noch ab, die beiden Fragezeichen. Was passiert? Ist die Polizei? Ja, keine Ahnung. Ich bin auf der falschen Spur stand. Ist schon gut. Kein Problem. Ich finde eine neue Route. Schlaues Kirchen. Okay. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Okay, Arbeitsagentur. Nicht schlecht. Und das nächste ist gerade aus. Oh, so demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Gerade ist es rot. Dann müsste der andere ein LKW-Händler sein. Werden wir gleich sehen. Sag mal, Arbeitsagentur würde ich. Den Besen fressen. Ein Auto-LKW. Na, wann ging hier grün? Jetzt hat. Neue Route finden. Ah ja, hier eins. Demnächst rechts abbiegen. Scania haben wir hier entdeckt. Biege nach rechts ab. Karl, es ist rot.
wir haben eine Abelagentur entdeckt, wir haben einen Skanehändler entdeckt. Und links halten und dann links abbiegen. Ja, da ist der DHL wohl hin. Biege nach links ab. Endlich, wir sind da. Schau mal kurz. Ihr werdet euch wundern vielleicht, warum jetzt hier plötzlich DHL steht. Ich habe nämlich einen reellen Firmennamen Ich probier's doch nochmal. Genau, ich habe halt eine Mod installiert mit realen Namen. Okay. Na, jetzt kommt es, das letzte Mal war es nicht da. Irgendwas habe ich übersehen. Hä? Wo? Ach, da hinten wäre es gewesen. Schlamperei. Einfach doch ab hier. Wir beißen es einfach doch ab. Ausgezeichnet haben wir gefallen. 942. Ich fand, ich fliege jetzt einfach, weil es einfach eine kurze Fahrt war. Und wir gucken jetzt noch, wie viel Zeit wir haben. Wir haben 17 Minuten, 50 ist eine gute Folgezeit. Ich bedanke mich, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr dabei wart. Und zum Abschluss gucken wir uns auch die zwei E-Mails an. Ja. Scania-LKW ist eingetroffen, ja. Aber das machen wir noch nicht. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, tschüss und ciao, euer Andi, macht's gut und bis bald.